Ich mag jetzt gar nicht mehr zuhören. Da bin ich jetzt wie ein kleines, fettes Mädchen. Hallo meine Lieben, mein Team hat einige Lifehacks zum Thema Einkaufen rausgesucht. Kann ich jetzt nichts mit anfangen? Ich denke mal, ihr seid genauso gespannt wie ich, nämlich wie ein Flitzebogen. Und ja, sollen wir mal gucken? Kommt einfach mit. Das machen wir und haben direkt den ersten Lifehack zum Testen für dich. Mit einem gewöhnlichen runden Schlüssel sollst du dir einen Einkaufswagen besorgen können. Viel Erfolg! Mit dem Schlüssel. Soll ich den jetzt aufschließen oder was? Ey, das ist aber auch immer ein Bockmist, ne? Ah, pass auf. Zack. Ja, geil. Ey, das ist nicht ungeil. Ey, das ist nicht ungeil. Das ist cool. Zack. Hast du den Schlüssel drin? Klar, ich habe nicht immer eine Münze, aber ich habe immer einen Schlüssel in der Tasche. Ey, das ist wirklich, das gefällt mir richtig gut. Das ist eine coole Nummer. Ob die Freude anhält, wenn wir dich jetzt in die Obstabteilung schicken? Mithilfe eines Karabinerhakens sollst du das Durcheinander mit den ganzen Tüten in den Griff bekommen. Ich wiege dann jede einzelne Tüte aus und die mache ich mir dann hier dran, ne? Jetzt habe ich verstanden. Äpfel. Oh, mal Äpfel. Weil Äpfel esse ich ja mittlerweile, aber halt am liebsten so süß. Hier. Oh, Pink Love. Leute, wenn ihr gerne süße Äpfel esst, holt euch Pink Lady. Die sind so Porno, ne? Ey, die sind so geil. Die sind so zuckersüß. Taste 310. So. Ach, Sonnenkugeln, guck mal. Zack. Zitrönchen. Schon Porno, ne? Packst du so rein, kann die Tante an der Kasse dann noch eben tuk, 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 tuk und fertig. Du hast die Scheiße zusammen, du hast deine normale Einkaufstüte, hast dein Obstgedöne. Einfach nur geil. Ey, ohne Scheiße, zwei so pornöse Sachen, nahezu unglaublich. Angeblich sollst du mit ein paar Spanngurten und einem stabilen Gepäckträger vier Wasserkästen auf einmal transportieren können. Also dann, probier's mal aus, aber fahr vorsichtig. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal Fahrrad gefahren bin. So was macht mich schon so wütend, ne? Ja, fall doch einfach runter. So. Boah, Spanngurte, ey. Weißt du, jedes Kind in ganz Deutschland weiß, dass ich keinen Bock auf Spanngurte habe. Geh die Kästen schon mal bezahlen. Ich hau die nämlich gleich kaputt. Wenn du kein Auto hast, musst du halt nicht so viel Wasser saufen. Thank you.
Super Hack. Mega geil. Vor allen Dingen, wenn man den ganzen Tag Zeit hat zum Wasserkaufen. Also ich weiß nicht, wenn das 4 volle Kisten sind, ey, ob das in irgendeiner Form... Ja, aber geht. Funktioniert. Ich denke mal, wenn man das besser mit den Spannbooten macht, weil Spannboote, sowas ist nichts für mich. Auch mit so einer Scharade da, das ist nichts für mich. Wenn du da ein bisschen Händchen für hast. In der nächsten Hackshow wird Defi für euch wieder ein paar Lifehacks für die Küche testen. Hier, nur bei Klipfisch.